Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und herzlich willkommen zu meinem neuen Haul, denn wie ich gerade gesagt habe, gibt es heute einen neuen Haul. Mein letzter Haul ist schon eine Weile her und da zeige ich dir jetzt einfach, was ich im Laufe der Zeit, ich glaube im Laufe des letzten Monats und Anfang diesen Monats gekauft habe, weil der Monat ist ja noch nicht lang. Und wenn du das heute am Dienstag schaust, dann wünsche ich dir natürlich einen schönen Feiertag. Als erstes zeige ich dir was aus der aktuellen Limited Edition von Essence und zwar von der Coast & Chill. Da habe ich mir diese Blush Pebbles gekauft. Ich finde die halt ganz süß, ist ganz niedlich gemacht, nur oft genutzt habe ich das noch nicht. Ich mag die. Das fand ich ganz niedlich, deswegen musste das mit. Und dann bleiben wir einfach mal bei Limited Edition und zwar habe ich von Catrice von der, ja, bei uns noch aktuellen Limited Edition diesen Bronzer. Ich finde den halt ganz schön und ich nutze den in der letzten Zeit sehr viel. Ich nutze den auch zum Konturieren, wie du auch in meinem letzten Video siehst. So sieht er aus. Also ich finde den hübsch. Der ist nicht zu orange-stichig wie viele andere Bronzer. Also ich finde den schön. Dann weiter von Limited Edition springen wir mal wieder zu Essence. Und zwar hat Essence ja im Moment die schönen Brushes rausgebracht, die Happiness oder wie die heißen. Und zwar habe ich mir einmal den Contouring Brush da aus der Limited Edition ausgesucht. Nicht wundern, wie der aussieht. Ich habe den schon genutzt und habe ihn vorher nicht sauber gemacht. Schande über mein Haupt. Und dazu habe ich auch noch den Foundation Brush, weil ich wollte schon immer so einen Foundation Brush haben. Den habe ich auch schon mehrfach genutzt. Ich finde den super zum Foundation auftragen. Also das nutze ich mittlerweile genauso gern wie das Ebelin Eye, also wie das Präzisions Make-up Eye. Ich habe die beiden Pinsel auf Empfehlung von Kisu gekauft. Also ich schätze ihre Meinung sehr wert und glaube ihr auch. Dann mache ich mal wieder einen Sprung zu Brush. Und zwar habe ich diesen Youstar Blush Me Blush gekauft, wo ich die Farbe auch sehr schön finde. Und ich muss sagen, ich habe den auch reduziert gekauft. Der kostete 3,95 Euro, glaube ich. Ich blende dir die Preise auch wie immer unten ein, habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Hast du aber wahrscheinlich auch schon gesehen, dass ich es unten einblende. Und habe den für sage und schreibe 2,50 Euro gekriegt. Da musste ich den mitnehmen. Also wenn ich reduzierte Preise sehe, dann haben wir. Und was bei mir ein All-Time-Favorite ist und immer wieder nachgekauft wird, das ist jetzt schon die zweite oder dritte Flasche davon, von Balea, das Time Perfection Fixing Spray, beziehungsweise, ja, es soll ein Erfrischungsspray. Deutsch ist heute oder Aussprache ist heute nicht so einfach. Hehehe. Erfrischungsspray. Erfrischungsspray 2 in 1. Und zwar erfrischt es und mattiert auch. Also ich nutze es halt gerne zum Make-up fixieren. Hier steht auch oben Make-up fixierend. Dann genauso zum Fixieren. Das All About Matte. Das kaufe ich auch immer wieder nach. Also jedes Mal, wenn es leer geht oder am Ende schon kaputt ist, weil da schon so gut wie nichts mehr drin ist, weil Hit the Pan, kaufe ich es wieder nach. Also, All-Time Favorite. Das kann immer mit. Dann neu entdeckt hatte ich die Graffiti Nudes. Das ist jetzt so die teuerste Palette, die ich habe, aber ich liebe die Farben. Da habe ich auch dann Mermaid Style und Unicorn und was nicht alles mit schon geschminkt. Also da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Auch wenn es nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Farben sind, aber kann man viel mitmachen, ja. Was ich nur schade finde an dem dunklen Grün, was du hier siehst, das kommt auf dem Auge leider eher grau rüber, weil das ist ein changierendes Grün. Aber ich finde changierend immer sehr schön. Ich glaube, hier sieht man es auch ganz gut, dass es je nach Lichteinfall, naja, nicht so ganz, hier sieht es eher mehr grün aus. Aber auf dem Auge kam es bei mir bisher nur grau rüber. Ja, auf der Hand sieht man es jetzt auch. Da. Es hat halt einen grünen Schimmer, aber es kommt meistens grau rüber. Aber ist schön. So, dann komme ich mal wieder zu All-Time Favorite, was immer wieder nachgekauft wird. Das Balea Micellenwasser für trockene und sensible Haut. Weil meine Haut ist ein Sensibelchen. Das habe ich dir auch schon in mehreren Videos gezeigt. Und auch in meiner Abschminkroutine. Das gehört immer noch dazu.
Dann, was leider ein Fehlkauf war, weil falsche Farbe gegriffen, NYX Tame and Frame, was für mich auch relativ teuer ist. Also ich finde NYX nicht gerade günstig. Ich habe es halt in Blond gekauft, weil ich habe mir meine Haare ja aufgehellt und dachte, ich kriege meine Augenbrauen damit ja auch ein bisschen aufgehellt. Weil meine Augenbrauen sind ja immer noch in meiner Naturhaarfarbe. Aber das ist halt sehr graustichig und deswegen wirken meine Augenbrauen damit leider grau. Ich nutze außerdem, wenn du das gerne wissen magst, auf den Augenbrauen das von Anastasia Beverly Hills Chocolate, die Dip Brow Pomade. Das habe ich dir auch in meinem letzten Video gezeigt. Wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe, aber egal. Was ich genauso mag, ist die Glam & Doll. Und zwar habe ich die gleich in drei Ausführungen. Erst habe ich die gekauft. Das ist die Curl & Volume Mascara Ultra Black. Dann habe ich als nächstes dann die False Lashes Waterproof gekauft von Glam & Doll. Natürlich von Catrice, wer das nicht weiß. Aber die ist sehr beliebt und deswegen musste ich die dann auch haben. Und als letztes, das habe ich am Sonntag, verkaufsoffenen Sonntag gekauft, die Glam & Doll Volume Mascara Waterproof. Also die ganz normale Waterproof. Weil ich glaube, die wird am meisten gehypt und die gab es endlich mal wieder und es war die letzte. Und dann musste die natürlich auch mit. Also die hat mich geradezu angefleht, mitgenommen zu werden. Dann dieser schöne Nagellack von Trend It Up, das ist die Nummer 020. Den hatte ich auch schon auf den Nägeln. Ich finde die Farbe sehr schön. Den hatte ich bis vor kurzem drauf. Aber jetzt habe ich auch neu frisch gekauft. Diesen hier von Essence, The Gel. Oder The Gel, eher ausgesprochen. 14 Do You Speak Love. Und ich finde die Farbe halt sehr schön. Du siehst den auch aktuell auf meinen Nägeln. Und den habe ich kombiniert mit diesem Trend It Up Bald Glitter Nagellack. Auch 020. Also irgendwie hat es mir die 020 bei Trend It Up angetan, egal welche Nagellackreihe. Also diese beiden habe ich derzeit auf den Nägeln, jeweils auf Ring und Daumen. Ringfinger und Daumen habe ich Bold Glitter mit drauf gemacht. Es kommt nur leider nicht so sehr rüber, aber die passen sehr gut zusammen, finde ich. Also als ich die beiden gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, die muss ich kombinieren. Dann, wenn es mal nicht glänzend, sondern matt sein soll, habe ich diesen UV-Power-Gel mattierenden Topcoat mitgenommen von Trend It Up. Und von Catrice habe ich mir diesen hier gekauft. Das ist der 17 Lilacker, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Leider ist der mehr grau als lila, aber eine schöne Farbe. Ich glaube, der passt jetzt auch super in den Herbst. Ich habe den nur im Sommer getragen. Also wo es noch einigermaßen Sommer war. Dann, was ich in der letzten Zeit immer als Base Coat nutze, den Base und Protect Coat von Trend It Up. Den finde ich auch sehr gut. Es soll die Haltbarkeit verlängern von den Farblacken. Und den letzten Nagellack, den ich gekauft habe, war hier dieser 77 Neblin oder wie auch immer das ausgesprochen wird, von Maybelline. Was ein Barbie Pink ist, was ich aber mal abgeschwächt habe mit einem Gel Opal-Lack, UV-Lack. Dann war es nämlich ja wie so ein Babyboomer. Das fand ich ganz schön. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat das natürlich auch gesehen im Zuge der September Challenge. Schau mal gerne bei Instagram vorbei. Ich verlinke dir hier unten einfach meinen Instagram-Channel, meinen Instagram-Account. Schau gerne mal vorbei. Da siehst du auch immer mal, was ich vielleicht gerade neu gekauft habe oder mich so bewegt oder ja. Derzeit mache ich auch wieder bei einer Challenge mit, und zwar einer Oktober-Challenge, die Spooky Beauty Challenge. Da werden auch noch viele interessante Bilder und Beiträge bestimmt bei rumkommen. Dann als nächstes, ich wurde angefixt und da musste ich das unbedingt haben, The Liquid Care, normale bis trockene Haut, das Aloe Water von L'Oreal. Ich finde das super für unters Make-up. Da wird zwar empfohlen, das morgens und abends drauf zu machen,
Aber irgendwie nutze ich das abends meistens doch nicht. Eher morgens, bevor ich mich schminke. Und das zieht ultra schnell ein. Also ich bin fasziniert davon. Auch wenn mir die Inhaltsstoffe vielleicht ein bisschen Angst machen wegen dem ganzen Silikon und auf den Haaren möchte ich es nicht so gern haben, aber okay, auf der Haut dulde ich es. Aber es zieht halt super schnell ein und ich hatte eine Probe davon und dann musste ich das einfach haben. Dann noch zwei Lippenprodukte. Nein, ein Lippenprodukt, weil ich mich vergriffen habe. Das zweite kann ich dir jetzt nicht zeigen. Und zwar Ultra Matte Lip Cream von Trended Up in der Farbe 36. Also ich finde die sehr schön. Ich kann dir die auch mal swatchen. Und die trocknet halt auch sehr schön matt, aber es ist halt eine Lip Cream. Das heißt, ja, das ist sehr pflegend von der Textur. Aber es verfliegt auch schnell. Es hält jetzt nicht so lang wie das, was ich jetzt auf den Lippen habe. Mein nächstes Lippenprodukt. Muss ich noch herholen? Einen Moment bitte. Okay, vergiss das zweite Lippenprodukt. Ich finde es nicht. Das muss wohl in irgendeiner Handtasche noch rumliegen, weil ich habe den in der letzten Zeit gern genutzt. Und zwar handelt es sich von Catrice um die 010, glaube, Coffee Mademoiselle. Und die ist sehr schön und ich habe die auch in der letzten Zeit sehr oft auf Instagram gesehen. Und ich habe die auch vielen Instagrammern empfohlen, wenn die einen schönen Rosenholzton gesucht haben. Und ich glaube, die haben das dann auch sich wegen mir nachgekauft. Who knows? I don't know. Jedenfalls ist es eine sehr schöne Farbe. Ich werde es vielleicht irgendwann noch nachholen, dir das zu zeigen. Aber du wirst den auch auf jeden Fall in meinem Instagram-Account finden, unter den zahlreichen Bildern. Auch zu dem Thema Rosenholz und so. Und dann jetzt wirklich das letzte Produkt, das mal nicht dekorative Kosmetik oder so ist, sondern einfach Frauenartikel. Und zwar Always Dailies, die Pro Fresh, ja, Pro Fresh Slip-Einlagen. So, jetzt ist mir der Name eingefallen, der Begriff. Und zwar finde ich, dass die super im Schlüpper halten, nicht so wie andere günstigere Slip-Einlagen, die eventuell von Aldi sind oder so. Die mag ich nämlich nicht, weil die halten überhaupt nicht. Aber die hier halten super. Also wenn du welche suchst, die halten und deine halten nicht in der Buchse, in dem Slip, dann nimm die. Die sind gut. Ich werde auch nicht dafür bezahlt, was ich hier sage oder zeige. Ich habe die alle selbst gekauft. Und ja, das war mein kleiner Haul, der ziemlich vollgepackt war. Aber ja. Ich bin ständig im DM zu Gast. Ich glaube, das glaubst du mittlerweile auch, wenn du so siehst, was ich alles kaufe. Ich lasse mein Geld gerne da. Aber ich glaube, so geht es vielen Frauen, nicht nur mir. Ich hoffe, dir hat es gefallen und dir hat es auch Spaß gemacht, mir zuzusehen, auch wenn es ein wenig chaotisch vielleicht war für dich. Aber ja, so habe ich dir in der Kürze alle meine Produkte gezeigt und vielleicht auch eine kleine Meinung dazu abgegeben. Und ja, folg mir auch gern auf Instagram, wenn du magst, da verpasst du dann auch nichts mehr. Genauso kannst du mich kostenlos abonnieren, da verpasst du auch nichts mehr. Das tut auch immer noch nicht weh, mich zu abonnieren. Und hier auf der Seite findest du dann meine letzten beiden Videos. In meinem letzten Video habe ich dir diesen Make-up-Look gezeigt. Und in dem Video darunter habe ich dir das heidnische Fest Marbon erklärt, was wir letzten Monat hatten. Und wie eben schon gesagt, kannst du mich hier auf der Seite kostenlos abonnieren. Ich hoffe, du hast eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss!